Okay, Chat. Ein paar Packs mal öffnen. Wir gucken mal, ob wir was ziehen. Wir haben noch dicke Packs. Wir haben alles Mögliche eigentlich. We'll see, genau. Genau, wir haben gestern, ich weiß nicht, ob ich das reinschneiden werde. Ich muss mal gucken. Gestern, glaube ich, noch 2, 3 Tots gezogen. Das waren also Gammel-Tots. Deswegen ist der Counter auf 65, aber es waren keine krassen Tots. Oh, lecker Boy, was geht? Was geht, lecker Boy? Warum schon auf? Oh, Tots mit dir, lecker Boy, komm! Komm, lecker Boy! Den habe ich, glaube ich, noch nicht, oder? Sané, habe ich den? Ich weiß gar nicht. Ey, lecker Boy! Bringt einfach den Sané ins Team, Alter. Den habe ich nicht. Ey, besser Mann! Viele ziehen mir noch was. 11x81. Ja, ey, Lacroix, aber den habe ich noch nicht. Ist nicht mal schlecht. Ich dachte vielleicht Goretzka, aber ey, ist nicht schlecht. Lacroix ist okay. Lacroix ist sogar okay. Ja, ist okay, Lacroix. Und nochmal Müller. And you see. Oh mein Gott, darauf erstmal ein Tots auf den Song. Komm bitte! Ah, Schlotter Schrott, ey, egal. Better than nothing. 5 Stück haben wir von denen gleich. 5 Stück. Bevor wir mal reingehen, Chat, ich hab's aufgehoben. Oh, jetzt wird's spannend, Chat. Wir haben Rivals Rewards Elite Division. Ich habe die gestern nicht aufgemacht. Ich mach die jetzt heute auf. Das heißt, wir könnten theoretisch jetzt schon in La Liga in Rot bekommen. Ich habe den 1 von 5 Team of Season Pick nämlich hier. Und wir nehmen natürlich die 2 Huni, 2 Wuvi und 2 Zs. Okay, wir gehen rein, Chat. Wir haben den Elite Division Pick. 1 von 5 Tots, Digga. Zum ersten Mal. Wir haben es eigentlich geschafft, Elite Division. 8 Siege auch geholt gestern oder vor ein paar Tagen. Irgendein Liga-Spieler würde ich führen, wäre cool. Auch wenn er nicht viel wert ist, würde ich führen. Wir schauen. Der erste Spieler. Ja, ist Müll, ist MLS. Ne, weiß nicht, gibt's ja gar nicht. Wer ist das? Ist irgendein Müllspieler auf jeden Fall. Ja, Gertruda, Müll. Okay, erster schon mal out. 4 haben wir noch. Okay, guck mal. Brasil, ah, ist Wolfsburg, ist Lacroix, ne? Ja, okay, ist eigentlich auch Müll. Ah, komm, es muss noch was mehr kommen, ey. Das kann nicht sein, ey. Zeiten ist nicht sein, wenn es wieder Müll. Was ist das denn, Alter? Nur noch 2, Chat. Bayern. Ja, kann ja nur Musiala mich retten. Sonst habe ich doch alle schon von Bayern, oder nicht? Oh mein Gott, Kimmich. Und ich hab den aber schon. Ich hab Kimmich schon. Oh, ich meine, das ist 96 Rating, das ich dann abgeben kann, aber... Oh, ich hab Kimmich schon. Fuck, man. Letzter. Oh, das könnte es La Liga sein. Spanien. David Garcia, der ist Spanier, das ist, aber es ist nichts wert, ne? Dann nehme ich, glaube ich, sogar Kimmich mit und gebe den anderen so als SPC ab. Naja, hat sich das gelohnt? Nicht wirklich, wenn man ehrlich ist. Also hätte sich gelohnt, hätte ich Kimmich nicht gehabt, aber ich habe Kimmich halt schon. Das ist das Problem. Vielleicht mit deinem Support hier. Zieh mir was, ein Tots. Ne, kein Tots. Aber im Walkout. Ja, Kimmich, nochmal Kimmich, Alter. Der verfolgt mich, der mag mich irgendwie, der Kimmich. Aber es ist gutes Rating, 89, ist okay. 5 Stück haben wir von den Chat. Boah, wenn daraus, da muss doch ein La Liga Tots oder 2 rauskommen, oder? Zumindest einer muss rauskommen. 5, das sind 10 mal 86. Hier, den vierten nehme ich. Ja, kein Tots, krass, okay. Ronaldo oder was? Ne, Ruben Diaz. Kein Tots aus dem ersten, okay. Ist in Ordnung, Tots aus dem zweiten vielleicht? Kein Tots aus dem zweiten. Haaland. Okay. Interessant. Ein Tots aus dem dritten vielleicht? Kein Tots aus dem dritten. Okay. Interessant. Interessant. Vielleicht aus dem vierten? Kein Tots aus dem vierten! Jesus! Dann im letzten vielleicht hier, oder? Kein Tots im letzten auch nicht. Wow, crazy, man.
Crazy. Crazy Pack Weight, Alter. Today is not a day, I guess. Silver Cup. Ja, denkst du, ich spiele jetzt einen Silver Cup oder was? Okay, machen wir das 100er. Enthält 10 seltene Goldspieler aus der La Liga. Garantiert 84. Einer garantiert 84. 4 Leihkarten sind da drin. Das ist nämlich auch nicht so unwichtig. 20% aber nur Team of the Season. Okay, gehen wir rein. Vielleicht hier ein Tots. Oh, das ist echt ein Tots. Das Ding, ne? Krass. Immerhin besser als gar keinen zu ziehen, ja. Das Ding ist besser als nix. Ja, das Ding ist echt besser als gar keinen zu ziehen. Ja, nehme ich mit. Better than nothing. Vielleicht was dahinter? 94 Rating. Oh, 100k, das hat ja sowas so gelohnt. Oh mein Gott, Lorente. Ja, da haben wir die ersten beiden Spieler sogar, die wir spielen heute. Ja, das hat sich ja sowas so gelohnt, Alter. Jetzt zu machen für 100k. Ja, die EA Homeboy. Da habe ich eben schon wieder gesehen. 800k, Junge. Was für Stats, Digga. Doppel 4. Boah, was eine kranke Karte, Chat. Das ist unser 6er oder 8er, je nachdem. Mal gucken, wo ich ihn spielen will. Wahrscheinlich eher unser 8er, glaube ich, weil Hochmittel ist kein 6er. 50 1,8 plus Spieler. 3, 7, 8 plus garantiert. 5 Leihkarten. Aber nicht nur La Liga gebunden, ne? Aus jedem Tots ist er drin. Hm. Leihspieler sind 7 Spiele nur gültig. Boah, voll wenig eigentlich. Okay, komm. 400k. Come on. Jawohl, ist ein Tots. Come on, man. Nein, das ist der Gammelspieler. Oh shit, das kann nichts mehr dahinter sein. Moments habe ich ja schon Lorente. Das heißt, es gibt glaube ich keine besseren Moments mehr, ne? Das war's. Oh, Ronaldo kann auch dahinter sein. Ja, theoretisch könnte Cristiano Ronaldo dahinter sein. Maybe, ja, würde ich nehmen. Ansonsten glaube ich kann da nichts mehr dahinter sein. Ne, oh mein Gott. Wow, this is actually super dog shit, Alter. Das ist super Dogshit. Ja, perfekt. Danke, Jungs. Danke, dass ihr meine Coins schön verschwendet habt. Und ich, okay, wir gehen jetzt einfach rein, Chat. 90 plus, wie immer. Ja. Komm eh nichts. Ich geh einfach reinkommen. Oh! Beckham! Oh, this is disgusting, man. Oh, this is disgusting, man. Weil den habe ich schon gemacht als SBC. Oh, das ist disgusting, man. What a waste. Das ist schon unnötig. So, wie immer, ja, an den Freitag, ja, fast 12 Uhr, wie immer, ne? Man kennt es nicht anders. Das ist das Team, mit dem wir heute reingehen. Vielleicht nicht das beste Team, aber ich denke, mit dem Team können wir schon ein bisschen was anrichten. Wir werden, ja, mit einer komplett neuen, nicht komplett neuen, mit einer halben neuen Abwehr und Tor reingehen. Testing haben wir am Start, den haben wir gezogen. Jesus Navas habe ich schon getestet, ein paar Games. Fand ich ganz nice. Wenn wir heute nochmal testen, Araujo. Haben wir drin, wollte eigentlich Kone spielen, aber der ist einfach 500k gestiegen. Und ich werde ihn jetzt nicht kaufen für 500k mehr, weil der wird wahrscheinlich auch zu hoher Wahrscheinlichkeit wieder 500k dann droppen. Und dann einfach 500k wegen Testen verlieren wäre unnötig. Dann kaufe ich lieber am Sonntag 500k Pack oder sowas. Das ist geilerer Content dann, als wenn ich den Spieler jetzt teste und so viel Verlust mache. Den können wir dann immer noch am Sonntag testen, Kone. Wir geben diesem guten David Garcia ein paar Games Spielzeit. Manche meinten, der ist nicht mal so schlecht mit seiner Beweglichkeit und so. Wenn der Schrott ist, habe ich immer noch Militao, dann können wir den einfach reintun. Wir testen heute noch den Balde, ne? Sieht auch sehr nice aus, muss ich sagen. Sehr, sehr geile Karte. Und dann das Mittelfeld, sehr, sehr nice mit Lorente. Sehr, sehr lucky haben wir den natürlich gezogen. Ein Spieler pro Stream müssen wir ja immer reinlacken. Den werden wir heute ja auf der 6 mal testen. Mal gucken, ich hoffe, diese Hochmittelarbeitsraten machen keine Probleme. Wir haben dann noch mit Modric, doppel 99 Stats hier, passen und Dribbling. Bin ich auch mal gespannt, 5 Stellen Wiegfeld hat auch noch bekommen. Dafür wirklich ein solider Preis, muss man sagen. Fake hier, richtig cheap, 60k, sieht aber trotzdem geil aus, wie immer. Da haben wir noch Lewandowski, wollten eigentlich Griezmann spielen, aber die Coins haben dann gefehlt. Und haben leider den nicht als Leihkarte bekommen. Mir fällt gerade auch auf, wir haben keine Leihkarte mehr heute am Start. Und dann müssen wir leider, ja, es ist halt boring, aber wir müssen auch ein bisschen mithalten. Dann habe ich natürlich wieder Mbappé, den mache ich gleich noch einen Trainer rein. Und Ginola, den werden wir wahrscheinlich in der Halbzeit auswechseln für Haaland oder so. Ja, da werden wir dann, ja, ein bisschen die Schwitzer-Spiele noch auf dem Platz stellen. Dann würde ich sagen, komm, gehen wir rein und mich...
Okay, Coop 24, der erste Gegner mit einem richtig geilen Team, ich sehe. Perfekt, schmeckt. Komm, nehmen wir Doski. Doski 99 schießen, perfekt. Na was? Oh, geiles Ding. Kommt bald in mein Tor. Stark. Da geht's sogar raus, perfekt. Oder auch nicht. Doch, ja. Donchester Town ist der nächste Gegner. Schauen wir mal. Vielleicht können die heute auch mit den Matchmaking heute wissen. Ach, der hat immer noch seine R9, der Mac ist. Das war lucky. Ich wollte eigentlich so Lewandowski spielen, den Ball. Modric steil. Oh, gut gemacht, Modric. Geil. Gut gemacht von Modric. 2-0. Ich weiß nicht, was los ist. Da gibt es safe irgendwas, was Leute wissen, was wir nicht wissen. Weil komischerweise geht voll viele mit genau 24 Chemie rein. Lewandowski. Stark gemacht, Lewandowski. So kennt man ihn doch. Oh, was spielt der denn für eine 6er Angriffkette, ey? Was spielt der denn für eine krasse Taktik, Digga? Oh mein Gott, Lorente, Digga. Einmal kurz einen L2-Schuss auspacken. Bester Mann. Lewandowski, stark gemacht. Also man muss sagen, Lewandowski hat auch diesen geilen Riecher, wo der stehen muss, immer so. Boah, was ein Tigerschuss. Einfach Nierpost mal abgezogen, drin. Krass. Nike, keine Ahnung. Okay, okay. Okay, okay. Also bis jetzt bin ich mit allen neuen Karten zufrieden. Außer mit Fekir. Vielleicht jetzt Fekir, komm. Vielleicht jetzt Fekir mit der Vorlage. Stark, Mann, auf Lewandowski. Komm, schicken. Stark. Lewandowski, easy. Ja, das ist wirklich, der trifft halt jeden Schuss in der Box. Das hat 99 Schießen, geistgestört. Okay, es geht raus. Okay, Galacticus ist der nächste Gegner. Hala Madrid. Alter, der richtige Ultra-Madrid-Fan. Da muss eigentlich Modric schon sowas eingebaut haben für heute. Ne, hat er nicht. Oh, gut gespielt, gut gedreht. Stark das Ding. Hast du? Oh mein Gott, hat er mich da geburnt. Stark Testing, sehr gut, Tor rausgeholt. Stark, komm Lewandowski. Gab es, stark. Elfmeter! Yes, Lewandowski, geil rausgeholt. 3,5 Balken, Chat. 3,5 Balken, ich sag euch, 3,5 Balken. Ihr habt letztes Mal gesagt, oh ne, wer war das nochmal, Chat? Dieser eine Brasilianer war das. 3,5 Balken, immer Latte. Wenn du 99 Elfmeter hast, schießt 3,5 Balken, dann geht er so in den Winkel. Freistoß. Ja, dann nehme ich halt den Free Goal. Ja, Schrotttor, ja, muss man sagen, Schrotttor, aber was willst du machen? Pioli out. Ja, starkes Team, Jungs. Das wäre, glaube ich, sehr schwierig jetzt gegen ihn. Maybe der First Loss, mal gucken. Stark gemacht von Modric. Alter, was ein Dribbling von Modric. Was ein Dribbling von Modric. Würde ich gerne nochmal sehen, die Wiederholung.
was ein dummer Pass. Ich bin doch dumm. Ich bin doch einfach nur dumm. Ich bin doch einfach nur dumm, Alter. Den Ball so, so dumm. Hey, wie kann man so einen gefährlichen Ball spielen, wenn man den... Ach, Dick. Come on, let's go, Cruyff. Wichtig. Boah, enges Ding gewesen. Boah, das war eng, Chat. Das war eng, Chat. Okay, komm. FC Depp. Dab. Neuer Gold. Oh, okay, Bundesliga mit Cruyff. No, not bad, not bad. Stark, Ginola, easy finish. Tap in. Digga, einfach Trickschuss, Lorente, Junge. Ich will eigentlich L2-Schuss, also Außenrichtschuss machen. Der macht Trickschuss einfach. Okay. Okay, Los Blancos. Wieder Madrid. Voll viele Madrid-Wappen heute, ne? Voll viele, ey. Krass. Team. Boah, sieht krass aus. Boah, geile rote Karten auch, ne? Ach, dieser Backpass, Alter. Come on, Tigerschuss, alter Kobel, hä? Nein, 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 nein! Was gibt's doch nicht? Ja, schade. Unlucky, I guess. Oh, warte mal. Ja, too late. Ball, hat zweimal den Ball da verkackt. Schade. Okay. Wahrscheinlich letztes Spiel gegen Rodriguez. Sag mal, dein Team. Ja. Oh, da sind viele rote Karten. Kane und Mbappé. Bitte nochmal rüber. Komm. Modric. Modric, Mann! Alter, so eine geile Karte. Gegner ist, glaube ich, echt nicht so gut. Stark, Lewandowski mit dem Tap-In. Oh, Fekir mit dem Tap-In. Fekir rüber. Stark, Fekir auf Lemon. Tapski. Der hat jetzt 8-1 noch geholt. Gegner war echt nicht stark, der letzte. Puh, we take it. Okay, Chat. Nur eine kurze kleine Teambewertung. 8-1 haben wir das Ganze beendet. Nach 9 Spielen, es reicht. Wenn man denke, ich mache die letzten 11 Spiele am Sonntag. Team hat mir im Großen und Ganzen sehr gut gefallen, besonders die Abwehr und das Mittelfeld. Ter Stegen, souverän heute gewesen. Also viele haben früher gesagt, oder dieses FIFA, Ter Stegen einer der besten Torhüter, zumindest als es Goldkarten-Torhüter gab. War dafür viel der stärkste Tor und ich muss sagen, Team of the Season, back it up, muss ich sagen. Also der spielt wirklich sehr, sehr gut, hält sehr, sehr gut, gute Reflexe, gut im 1 gegen 1, gut beim Rauslaufen, kaum dumme Fehler gemacht oder gar keine heute zumindest. Hat mir sehr gut gefallen, also ich weiß nicht, der wird wahrscheinlich Richtung E-Abstoß gehen, also 60k oder sowas, also kann man nicht meckern. Navas, gute Karte meiner Meinung nach, also vielleicht, um ihn ein bisschen den Leuten ein Bild zu geben, wie er sich spielen lässt, vielleicht die neue Cuadrado-Karte, ja. So ein bisschen wie Cuadrado in den alten Zeiten. Cuadrado ist jetzt ein bisschen outdated, man spürt, Cuadrado ist nicht mehr so gut wie früher. Sehr beweglich, sehr schnell, offensiv sehr, sehr stark, sehr geil, die Skimos am Ausführen. Kann auch offensiv was mit Passen und Schießen. Ich glaube, den L2-Schuss sollte er auch beherrschen, auch wenn er den Trade hat. Das Einzige, was halt ein bisschen schwach bei ihm ist, ist vielleicht der Körper, muss man sagen. Manchmal bist du eigentlich schon am Ball und du willst eigentlich den Ball einfach abholen. Dann wird er einfach weggedrückt so ein bisschen. Das ist vielleicht noch das, was man ein bisschen bemängeln müsste bei ihm. Aber man kann halt nicht alles haben. Wenn du einen dribbelstarken Spieler bekommst, ist meistens die Stärke nicht so da. Wenn er halt sehr bullig ist, sehr stark ist, dann ist er meistens nicht so dribbelstark. Man kann halt nicht alles bekommen. Ich finde ihn sehr gut.
wenn du dieses Futterpack nicht brauchst und der passende Team, gebe ich auf jeden Fall eine Empfehlung raus, ein sehr guter RV. Araro heute wieder gut gespielt. Ja, zum Glück haben wir nicht den guten Kunde geholt, weil der ist gerade 700k getroppt. Ja, zum Glück. Araro hat aber heute auch seinen Job wieder gut gemacht. Wir hatten in letzter Zeit einer meiner Lieblings-EVs. Da haben wir überlegt, so unnötig den zu machen, aber jetzt muss ich sagen, wirklich, ich weiß nicht, was er hat, aber irgendwie in-game ist er so geistgestört gut. Der steht halt immer richtig, gutes Tackling, macht kaum Fehler, also wirklich sehr, sehr geiler Spieler. Noch vier schnelle Weakfoot, kaum Fehlpässe. Und heute die erste Überraschung des Tages, 37.500 hat er gekostet und mich, wir haben ja viele schon im Chat gesagt, boah, der ist nicht schlecht, testen wir aus. Und ich bin ehrlich, ist halt genau mein Spielertyp, ne? Genau das, was ich die ganze Zeit verlange, was ich zum Beispiel von Ruben Diaz, von Delikt nicht bekomme für eins über eine Million, bekomme ich für ihn, bei ihm für, ja, 40.000 nicht mal. Genau das, was ich haben will. Schnell, beweglich. Der lässt sich so geil ohne den Ball bewegen. Also dieses L2-Dribbling ist so heftig. Es ist halt genau das, was ich eigentlich brauche als von den IV. Mehr nicht. Ich brauche diese Tanky nicht. Ja, ich brauche einer, der ein bisschen schnell ist und es einfach geil hin und her bewegen lässt. Und nicht so, oh, der geht nach vorne und dann geht er irgendwie für 3 Sekunden in die Richtung, kann sich die Richtung nicht verändern. Du gehst nach vorne und nach links, dann geht er auch direkt nach vorne und nach links. Also besonders für Leute, die halt viel manuell verteidigen und viel mit dem L2-Dribbling in der Verteidigung. Sehr geil. Also ich sage euch, sehr underrated. Und würde ich das einfach nicht wissen, ich hätte gesagt, der kostet 400-500k. Weil der einfach so geil ist, weil ich habe bis jetzt sehr wenige Spieler gespielt, die so dieses Dribbling beherrschen wie er. Gutes Stellungsspiel, gutes Tackling, nie out of position, souverän, kaum Fehler gemacht und keine unnötigen Fehler, vier schnelle Weakfoot. Und wieder das, was viele nicht haben, dieses super geile, bewegliche, top für mich. Also hat mir sehr gut gefallen und wieder, ich glaube, der wird sogar mein Main-Team als spielen. Ich würde einfach mein Main-Team, glaube ich, sogar spielen nach der Leistung von heute. Ich würde ihn einfach so einbauen, wenn er passen würde. Ball souverän, ist okay, solide. Aber Captivia bleibt der King. Man merkt wieder, Captivia, Königsklasse, er ist, ja, spielt oben Top 5 in irgendeiner Liga mit, ne? Ist ein guter Spieler, souverän, aber gegen Captivia einfach auch wieder, ja, viel schlechter einfach, muss man sagen. Er hat schon hier und da Schwächen gezeigt, so hier den Ball mal nicht bekommen, hier mal nicht eingeholt beim Laufen, ja, und dann nicht dieses Souveräne, die Linie passen auch nicht immer perfekt. Also er ist gut, aber wahrscheinlich nicht für den Preis und ja, auch besonders preisunabhängig nur von der Leistung her, Captivia immer noch der King auf der linken Verteidigerposition. Also er ist gut, Captivia um einiges besser, also kann man spielen, aber Captivia besser. Lorente, guter Spieler gewesen, muss man sagen, heute auf der 6. Ja, man muss sagen, ich habe ja eigentlich mit 2 Achter gespielt, ne? Der ist ja ein bisschen defensiver auf jeden Fall als Modric, aber der hat auch, ja, Offensivskills, wie ihr seht. 6 Scorer-Punkte in 9 Spielen für einen Sechser eigentlich. Der sollte Sechser spielen und nicht Achter, aber wegen Hochmittel ging das eigentlich trotzdem fit, dass er auch mal nach vorne ging und ich hatte eigentlich kaum Probleme hinten gehabt. Ja, geile Karte, was soll ich sagen, ne? Sehr teuer, wir haben Glück, dass wir ihn gezogen haben heute. Ja, hat mir gut gefallen. Also, wenn man jetzt den mit Modric vergleicht, Modric offensiv stärker, würde ich sagen, Lorente defensiv stärker. Aber beide, ja, geile eigentlich Box-to-Box-Spieler. Ich glaube, Lorente, den kann man auch eher noch als Sechser und Achter spielen. Und Modric eher nur als Achter, weil ein bisschen die Stärke fehlt. Lorente hat die Stärke. Und ja, hat mir gut gefallen, hat seinen Job gut gemacht. Gutes Tackling, gut Bälle verteilt, auch offensiv viel gemacht. Gute Karte, gefällt mir. Modric, wie gesagt, auch wenn er in Anführungszeichen nur 4 Scorer-Punkte hat, egal, Jungs. Er war der Playmaker heute im Mittelfeld und für die Offensive. Genau wie im Real Life eigentlich. Die haben die wieder gut hinbekommen. Man muss EA ab und zu mal wirklich loben. Manchmal kriegen die Spieler richtig gut hin, wie die im Real Life sind. Ne? Und man muss sagen, so spielt sich wahrscheinlich Modric Prime in Real Life. Der hat, nimmt den Ball und nimmt, ist wirklich wie so ein Marionettenzieher, sagt er, wie der Angriff aufgebaut werden soll. Und man muss sagen, ich habe schon lange nicht mehr einen Spieler so genossen wie ihn mit den 99 Dribblings. Und da muss ich einmal sagen, es sind keine Fake-Sets. Wirklich mal ein Spieler, der sich wie 99 Dribblings anfühlt. Ich habe das, glaube ich, schon oft genug gesehen, die sehen, wie geil er sich einfach nur mit dem linken Stick bewegen lässt. Das habe ich so vermisst. Das fühlt sich ein bisschen an wie Pre-Patch. Ja? Also den will ich auf jeden Fall diese Woche ziehen, weil er genau mein Spielertyp ist. Plus die Pässe, brauche ich nichts sagen. Geistgestörte, geile Pässe gespielt, immer perfekt. Man muss sagen, ein bisschen langsam im Pace, ähnlich wie Zidane. Brauchst du nicht ihn in die Laufduell schicken, ja, das wird ein bisschen schwierig. Auch dasselbe gilt für Zweikämpfe gegen die ganzen bulligen
wenn er so drücken muss, schwierig, ne? Fehlt der Pace, fehlt die Stärke. Er soll eher ein bisschen der Box-to-Box-Spieler sein, ein bisschen der Achter und soll nicht nur abräumen. Und wie er vorne Schuss hat eigentlich bewiesen, er kann finishen, wenn er will. Und wie er sonst war eigentlich solide, das Stellungsspiel war gut und wie er hat mir einfach sehr gut gefallen, dass ich wusste immer, oh, wo geht's hin, keine Ahnung, ich gebe Modric und dann habe ich irgendwie einen Weg gefunden, dribbel an den Spieler vorbei, spiele den geilen Ball oder schieß einfach mal selber. Also für mich wahrscheinlich der beste neue Achter, den ich bis jetzt gespielt habe. Also Simons war ja in letzter Zeit mein Lieblingsachter gewesen und Simons ist immer noch geistgestört gut, aber Modric ist nochmal ein Level höher. Ja, das ist wirklich einfach Endgame, würde ich sagen, wenn du halt auf diesem Spielstil stehst. 5 Sterne Weakfoot noch dazu. Das ist für meinen Spielstil wahrscheinlich der beste Achter, den man Stand jetzt, vielleicht kommen ja noch welche, spielen kannst. Ja, wir haben ein bisschen mehr Pace, ein bisschen mehr Körper, wäre noch geiler, aber dann wäre er nicht so trippelstark, wie er jetzt ist. Also sehr, sehr geile Karte, Modric. Und dann haben wir noch Fekir. Ja, ein Tor, 5 Vorlagen ist okay, Chat. Ich bin ehrlich, es kostet nur 60k und es hat einen Grund, warum der nur 60k kostet. Fekir eigentlich immer overpowered. Man merkt so irgendwie, ich weiß nicht, diese Karte ist einfach, ich nenne es jetzt mal wie, ich habe ja verschiedene Kategorien, ich nenne es einfach Bang Average, so, weißt du? Ist einfach eine normale Okay-Karte, 0815, so. Findest du 100 Mal auf dem Markt, so. Ja, kann rasieren, wenn du willst. Gewinnt dir aber keine extra Spieler, Jungs. Also, das ist einfach eine Karte, die ist nur in Ordnung, kann gut passen, ja, kann halbwegs gut schießen, wenn er mit dem linken Fuß schießt, kann okay trippeln, Pace fehlt ein bisschen, Körper fehlt ein bisschen. Wenig Runs gemacht, muss ich sagen. Sehr viele Spiele war da einfach ghosted, ne? Wie Haaland im Hinspiel gegen Real Madrid, einfach nicht zu sehen. Ist okay, die Karte. Kann man nicht meckern für 60k, aber ja, auch keine krasse Karte. Und Lewandowski, ja, ich sag's mal so, ist wie eine andere Version von Kane. Also Spielertyp Kane, wenn mit Kane klarkommt, wird er mit Lewandowski auch klarkommen. Kane, würde ich sagen, ist ein Ticken schneller. Besonders im Vollsprint ist es Kane irgendwie, hat er irgendwie nochmal so einen extra Boost, wo der nicht eingeholt werden kann. Bei Lewandowski spürt man, ja, der Antritt ist schon mal nicht so gut, finde ich. Da braucht er ein bisschen zu lange. Und dann, wenn der auch im Vollsprint ist, hat er nicht diesen extra Boost wie Kane. Dafür würde ich sagen, ist er beweglicher als Kane. Ja, Kane ist sehr unbeweglich. Er ist nicht der beweglichste, aber er ist beweglicher als Kane. Pässe sind okay, sind nichts Krasses. Möchte ich sagen, vielleicht Kane besseres passen, aber schießen kann man nichts sagen. In der Box hat er alles reingemacht. Natürlich hat er auch trotzdem ein, zwei Chancen liegen gelassen, weil die war ein bisschen schwieriger. Ich dachte, komm, noch einen Schuss kannst du von überall schießen. Aber er wird auf jeden Fall dir in der Box mehr Tore machen als andere Spieler. Ne? Also selbst wenn er den Torwart richtig bewegt, dann schießt er ihn einfach durch die Handschuhe gefühlt. Also da kann man nichts sagen. Ähnlicher Spielertyp wie Kane. Viele haben gesagt, Kane, geil. Man muss auch sagen, Kane kostet, glaube ich, nur 200-300k. Er kostet 1, ich glaube, nur noch 1 Million. Ich habe jetzt richtig viel Verlust gemacht, aber vielleicht droppt er nochmal nach oben. Ja, wenn er Richtung 500, 400k, vielleicht 300k geht, kann man den mal testen. Ich würde ihn jetzt auch nicht für 1 Million jetzt holen, außer du sagst, ey, ich habe Bock auf den. Cooler Spieler, aber nicht mein Spielertyp. Ne? Leider zu unbeweglich für mein Spielstil, zu langsam. Na, da brauche ich andere Spieler. Brauche ich so Spieler, halt, die 5-Sterne-Skills hätten gut getan. Dann wäre er wirklich sehr, vielleicht sehr, sehr stark gewesen oder Doppel 5, aber 5-Sterne-Weakfoot hätte wahrscheinlich auch ohne die 5 Sterne gehabt. Ne? Gibt einen 4-Sterne-Weakfoot, wahrscheinlich der linke Fuß fühlt sich genauso mit 5 Sterne an. Deswegen wäre vielleicht 5-Sterne-Skills besser gewesen, aber ja, ist okay.